Mönchengladbach gegen Juventus. Gemein haben sie wenig miteinander, diese beiden Clubs. Allenfalls den Status. Sie sind Meister ihres Landes und natürlich das Ziel. Sie wollen die nächste Runde im Europacup erreichen. 65.000 im nicht ganz ausverkauften Rheinstadion in Düsseldorf. Beim gemeinsamen Auflaufen gleich, dann hören diese Gemeinsamkeiten schon auf. Die Italiener ganz in Blau. Sie alle werden verteidigen, bis auf die Nummer 9, Anastasi, der Nationalmittelstürmer. Nationalspieler Bonhoff und Wimmer sind dabei, haben ihre Verletzungen auskuriert. Rainer Bonhoff musste eine halbe Stunde vor Spielbeginn noch zum Schiedsrichter. Er spielt mit einer Manschette am rechten Arm nach dem Armbruch. Verband. Die Reservebank. Der Italiener Altafini, der bekannteste Mann mit der Nummer 13. Öffnen des Spiels. Schäffer. Jensen. Gut gelöst. Wird abgefangen. Kein Abseits. Tardelli. Gori am Ball. Kukuredu. Bonhoff. Simonsen wartet draußen. Jensen. Lücke, um den Schuss anzusetzen. Simonsen. Stielicke. Noch einmal. Danner, Heinkes und ...26 Minuten, meine Damen und Herren, ein typisches Tor von Jupp Heinkes. Mit der Hacke und keine Chance für Soff. Und dieser Treffer erinnert etwas an das Tor hier vor 2,5 Wochen gegen Griechenland, das 1:0. Als er ebenfalls in letzter Streckung einen Ball abfälschte an den Pfosten. Wieder Jensen. Sehr beweglich der Mittelstürmer. Und Eckball. Zeit lassen. 1:0. Der kleine Simonsen gegen drei große Abwehrspieler den Ball behauptet. Doppelpass, Simonsen. 2:0. Das war das Tor des kleinen Dänen. Wir werden es gleich in der Wiederholung sehen. Der sich zunächst behauptet hatte, dann den Doppelpass aufnimmt, sich noch einmal durchsetzt und unter dem sich werfenden Dino Soff hinweg den Ball ins Netz bringt. 2:0. Ein Vorsprung nach Plan für Udo Lattek, würde ich sagen. Die Sprechchöre, verehrte Zuschauer. 5, 6 Italiener im Angriff. ...15 Minuten sind in der zweiten Hälfte gespielt, meine Damen und Herren. Daffini. Schnelle Kombination. Wittkamp überspielt. Und Kleff. Mit schneller Reaktion, aber im Glück. Der Ball prallte noch einmal ab und dann hinaus ins Spielfeld.
Wittkamp. Entscheiden an 1:2. Gäbe dem Spiel ein neues Gesicht. Ein 3:0 wäre die Entscheidung, die Vorentscheidung in dieser Auseinandersetzung. Jensen. Stielecke, der da in diesen Ball hineinflog. Altafini. 37 Jahre, kein Foul, ganz klar, aber er ist immer noch ungemein gefährlich. War eher als Bonhoff zum Ball gestartet. Bittega. Es war kein Abseits. Raumgewinn. Simonsen. Noch am Ball. Der kleine Rechtsaußen mit einer großen Leistung. Er ist wieselflink. Dino Sof hier im Glück. Die Fotografen dicht davor geschart. Aber noch ist die Partie nicht zu Ende. Die ersten 90 Minuten dieser Auseinandersetzung zwischen dem deutschen Meister und dem italienischen Titelträger. Jetzt kommt der Schlusspfiff, meine Damen und Herren. Und ein Resümee ist überflüssig. Ein 2:0 gegen Juventus Turin. Das war der Plan von Borussia Mönchengladbach, von Udo Lattek. Eine glänzende Ausgangsposition für das Rückspiel am 5. November. Die Tore Jupp Heynckes und Alan Simonsen. 2:0 gewinnt also der deutsche Meister den ersten Vergleich mit Juventus Turin.